So, und schon sind wir wieder drin. Jetzt habe ich aber gerade... Das habe ich aber gerade vergessen. Ich habe doch draußen Post. Ich verlasse mal kurz den Animus. Oh, ist das cool. Ey, eigene Gefolgschaft zu haben. So, mal kurz die Beine vertreten im Spiel. Nicht zu schnell aufstehen. Ja, passt schon. Der Wochenplan. Montag Animus-Sitzung. Dienstag Animus-Sitzung. Mittwoch. Donnerstag, Freitag. Was haben wir heute eigentlich? Der 24.09. Keine Ahnung, welcher das ist. Frei, Punkt. Muss mal sein. Essen. Ich hole mir einen Kaffee in der Stadt, was zu essen. Soll ich was mitbringen? Ja, ganz. Kann ich antworten? Ja, schade. Kann nichts senden hier. Das ist irgendwie blöd. Das ist schön. Die sitzen alle nebeneinander. Senden sich aber gegenseitig Mails. Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen. Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedek hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Klingt nicht gut. Du der einzige Assassine in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Also eins muss man den Leuten sagen, also die Entwickler und den, dann zu dem Zeitpunkt von diesem Spiel zur Entwicklung. Die Animation der Gesichtszüge und überhaupt ist hervorragend. Ich habe selten Spiele erlebt, auch so neuere Spiele, die das können. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Doch, das haben wir immer. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronikspezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single. Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Bin beschäftigt. Gut, jetzt haben wir sie durch. Huch. Ezio wartet.
Ja, Ezio lässt sie nicht gerne auf sich warten, denn wir wissen's. Er holt ganz gerne seine Axt raus und dann gibt's zwei Geschädeltes. So. Hey, hier habe ich ihn aber nicht losgelassen. Ezio hat sich von selbst bewegt. Ist schlimm. So, die 7 Minuten sind noch nicht um. Dann wollen wir mal gucken, wo sind Rekruten? Ein Borgia-Turm ergibt einen Assassinen mehr für unsere Sache. So, und schon sind wir wieder auf den Dächern. Da fühle ich mich immer irgendwie am wohlsten. Stock dich mal aus, Spiel. Einmal ausstocken. So, ist gut. Das ging schnell. Worum es auch gehen mag, lasst mich bitte aus dem Spiel. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt mich gerettet. Mein Leben gehört euch. Lasst mich in Ruhe. Mein Leben für Ezio. So. Wie das Spiel einfach nur immer geiler wird. Egal. Man denkt, das war's, aber es kommt immer mehr drauf. Das Spiel hat so einen Inhalt. Es ist sowieso ein Privileg, mit Ezio zu spielen, weil Ezio einfach nur der Ezio ist noch besser als alle kommenden Assassinen. Er hat sich jetzt schon zur Legende gemacht. Alle kommenden Spiele, alle kommenden Assassin's Creed müssen sich jetzt ab sofort mit Ezio vergleichen. Und wenn irgendwas nicht schlechter ist, dann finde ich das nicht gut. Ezio auch nicht. So. Oh, das ist da unten. Oh. Okay, sie sterben immer noch, wenn sie ins Wasser fallen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank für eure Hilfe. Aber sie werden mich aufspüren. Ich kann nicht bleiben. Nehmt ihr mich mit, Signore? Auf jeden Fall. Es sah gerade lustig aus, wie Ezios Mantel noch getropft hat. So, okay, jetzt haben wir noch zwei weitere. Wir werden natürlich alle auch... Oh, das wird ja immer mehr. Wir haben, denke ich mal, ein Level Cap, was das angeht. Das ist eine Bank. Ja, theoretisch war ich das schon. Da ist aber, glaube ich, noch... Der Schneider schon... Ja, das ist schon durch. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir könnten da lang gehen, dann hier runter und die beiden Kanäle hier freischalten. Ich müsste genug... Ja, 4000 reicht auf jeden Fall dafür. Dann können wir uns noch einen holen. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche... körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Ah. Wie viel kostet denn das da unten eigentlich? Wir haben hier schließlich auch noch eine Sehenswürdigkeit. Jetzt ist die Frage, aber ja, so viel reicht's nicht.
Naja, 28.000. Das ist wenig im Vergleich zu dem Pantheon da hinten. Das ist ja nur die Hälfte. Scheiße. Der Rekrut ist weg. Naja. Da waren wir nicht schnell genug. Die haben begrenzt Leben, aber die tauchen häufiger auf hier in dem Spiel. So viel ist sicher. Weihrauch. Holen wir uns mal den Arzt dort. Erinnert alle Cittadini, dass öffentliche Trunkenheit und Wollust nur an Festtagen und auch nur. Hat er den Verstand verloren? Ist das hier unten? Nö. Nur so ein höher. So hoch aber auch wieder nicht. Oh, hi. Gute Vorstellung. Ah, hier. Sieht fast echt aus. Ist auch echt. 815, das ist ein günstiger Arzt. So, gib mir Heilung. So, und kriegst auch gleich eine. Nee, kriegst keinen Investition. Ich muss erstmal Geld. Ich konnte. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Huch. Ah ja. Schicken wir den nächsten auch in Mission. Bettina Aliotti. Nando Nicodemi. So, die anderen sind noch auf Kurs. Okay, ich habe also drei Signale. Das heißt eins, ich könnte also noch zwei Assassinen rekrutieren und dann sind's fertig. So, und Florenz. Mit 10 XP, schön. Wir wollen über die genaue Anzahl von Templertruppen in der Stadt Bescheid wissen. Nehmt unbemerkt an einem Treffen der Wachen teil und erstattet uns dann Bericht. Das ist einfach. Das kann sogar Alter ihr. Das ist ein bisschen schwerer. Politiker verteidigen. Sich dem Templern entgegenzustellen ist ein gefährliches Vorhaben, jedoch eines, das wir unterstützen müssen. Ein Politiker trotz der Gefahr sorgt dafür, dass er seine kühlen Taten auch überlebt. So. Alle unterwegs. Dann sind die schon mal durch. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Ja, schon sind da ein paar fertig. Nicht mehr weiß, was sie machen soll. Dann ein anderes Mal. Sehr beeindruckend.
Die Bruderschaft verteidigen wurde abgeschlossen. Das ist jetzt Servitore. So. Ein Fähigkeitspunkt. Dolche. Lederschotter schützt den Träger vor Angriffen, die auf die Arme zielen. Rüstung. Die Archive abgeschlossene Mission einsehen. Ah. Gut. Wir haben eine Schwachstelle in den Reihen der Templer gefunden. Ihr müsst ihn überzeugen, dass wir seine Geheimnisse hüten und ihn gut dafür entlohnen werden, wenn er sein Wissen mit uns teilt. Die Templer werden bald schon Anweisungen an ihre Männer schicken. Findet den Kurier und steht die Nachricht und bringt sie uns. So, wo will ich jetzt das Nieses hin? Den Arzt habe ich schon. Boah, das schaffe ich nicht rechtzeitig dahin. Gut, aber funktioniert doch wunderbar. Dann gehen wir hier unten hin zur Erinnerung. Porten uns mal am besten dahin. Welcher ist denn der nächste? Eigentlich hier. Eigentlich in dem Umland. Versuchen wir uns mal den nächsten Assassinen zu holen. Klatsch. Im Gesicht aufschlagen. Sehr beeindruckend. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben Sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Der Kopfhörer verstellt sich immer von selbst. Das macht's nicht einfach. So. Da oben. Wie komme ich da hin? Der Architetto Maestro Jan Kempken von Dell gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und Deichen. Oh, was für eine Musik, ey. Der Senat von Rom richtet einen ernsten Appell an alle Römer, Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Oh, gerade ist eine fertig geworden. Habt ihr es gehört? So.
So, wir haben einmal ihn hier. Und der ist fertig geworden. So, in Barcelona gibt es jetzt wieder einen Klasse 1 Anschluss. Ich lese das jetzt nicht mehr vor. Oh, 97%. Ja, schicken wir mal. Ach komm, das schafft er doch. Arbeit. 87%. Nö, das machen wir nicht. Hatten wir schon. Tags nicht drin. Gut. Der eine wartet. Und St. Ursulas linkem Arm. Einzelheiten an der Kirchentür. Auf Wunsch des Condottiero Simone Occhibianchi wird seine Hinrichtung als Strangulation stattfinden. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. So, wo soll ich jetzt als nächstes hin? Ich wollte doch da hinten hin. Ich entferne mich aber immer mehr. Leeres Fraktionsgebäude. Templerversteck. Schauen wir uns doch mal das Templerversteck an, würde ich sagen. Mal zur Abwechslung, neben Dicker sind Schlachten. Ein schönes Beispiel für die vielen standhaften Wahrzeichen, die uns der einfallsreiche römische Bauherr Kaiser Trajan hinterlassen hat. Sein Mercati gilt als das älteste Einkaufszentrum der Welt und beherbergte zu seiner Zeit nicht weniger als 150 Geschäfte und Büros. Es wurden von Trajans Lieblingsarchitekten Apollodoros von Damaskus zwischen 107 und 110 errichtet. Und wird als eines der Wunder der Antike angesehen. Noch vor zum Beispiel Aquädukten mit 150 Kilometer Länge, die die Stadt mit Trinkwasser versorgten. Nein, ein Einkaufszentrum ist natürlich viel beeindruckender. Ein Kreuz. Ich hasse Kreuz. Gucken, was da drin ist.